Und weiter geht es zu der Rettung meines Avatars, den ich hier gerade spiele, den alten bärigen Mann, der seine Ex-Olle aus weiß ich welchen Gründen hier finden möchte. Und so sozial und hilfsbereit ist, irgendwelchen Leuten jetzt zu helfen. Eine Oma, die ja mit Lebensmittel und Holz voll pumpt. Die ihn dafür aber ein altes kaputtes Seil schenkt, wo er dann fast den ganzen Berg runterfällt. Ein Opa, der so tut, als ob er krank und halb tot wäre und ihm die ganzen Aufgaben übergibt. Da ist sowas von hilfsbereit und setzt sein eigenes Leben auf den Messerschneider. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Das glaube ich aber auch, aber erstmal muss der ankommen. Na, ich glaube, der ist ein bisschen doof, genau. Kann man nur hilfsbereit sein, wenn man ja am Arsch ist. Mann, er soll einfach mal seine Alte finden, wenn er die unbedingt braucht. Nicht das andere Wort. Er soll seine Alte finden, nicht das andere. Und dann soll er sie nach Hause bringen und dann sollen sie wieder geschieden ihre Wege gehen. Und sich in 10 Jahren wiedersehen und dann soll wieder Notfall sein und dann sollen sie wieder halb verrecken und dann wieder zum Leben erwachen. Mensch, das ist eine Beziehung, die ist sowas von traumhaft bei den beiden hier. Aber gut, die müssen auch irgendwas verloren haben. Familiär, ich weiß ja schon was, muss ich hier nur nicht sagen. Was die beiden auch ganz schön auseinandergetrieben hat. Nein, wahrscheinlich ihr Kind. Das ist jetzt nicht so gut. Deswegen wollte sie ihren Job wahrscheinlich an den Nagel hängen und dann hat ihre Meinung wahrscheinlich dann umentschieden, um anderen Menschen, um die Welt zu retten. Quasi. Sie ist der Samariter in Arztkostüm und er ist derjenige, ja, der Transporter. Der Kurier. Oh, war trotzdem voll traurig. So, meine Energie geht ist ja nun wirklich für den Keller, aber ich hab's fast geschafft. Ich bin fast zu Hause. Ich speichere nochmal ab. Und dann kann ich mich erstmal erholen. Das ist wirklich zwingend notwendig. Da leuchten schon die Laternchen. Ich hoffe, da hat schon den Weihnachtsbaum aufgestellt. Ja, meine Energie ist ja wirklich, ich muss mich wirklich hinlegen. Ich bin so fertig auf den Rädern, ich bin so kaputt hier. Das ist das erste Mal, dass Maya sich um 16.30 Uhr schlafen werde. Oh ja. Na, zumindest sieht man hier noch was. Normalerweise, würde ich das hier überspringen, aber man sieht ja noch was. Die Grafik, muss ich sagen, die ist schon schön. Die ist toll. Die gefällt mir. Kann ich ja nicht meckern. Diesen Stil nachzuzeichnen, da muss man schon was können. Ich kann's nicht. Aber dafür kann ich rennen. Um schneller warm zu sein, bevor der hier noch draußen im Schnee umkippt. Also bei Pumpkin Days würde der jetzt wahrscheinlich umfallen und wird im Krankenhaus auch landen und wahrscheinlich 10% seines des Guthabens würde verloren gehen. Hier in dem Spiel würde es dann wahrscheinlich der Speer sein, den er wieder sich zurückholen müsste und da wo ich wieder durch zwei Welten laufen müsste. Und der Bär würde direkt neben seinem Bär stehen und sagen, Hütte des Pelzjägers. Ich kann mit dem Typen nicht reden. Nee. Aber dafür kann ich schlafen. Ich leg mich dir zu Füßen. Möchtest du es nicht? Ja,
Na, so. Ich muss aber erstmal was essen. Das ist wichtig. Okay. Dann noch was. Ich nehme jetzt mal die hier. Ich versuche extra so eine, die Dinger hier zu bekommen, weil das füllt nicht nur Essen auf, das füllt auch Flüssigkeit auf und ich habe keine Getränke mehr richtig. Und dem fehlt irgendwie die Toilette, wo ich seine Kollage rausholen kann. So. Schön schlafen, 8 Stunden lang und das füllt seine Energie dann wieder auf. Allerdings muss ich dann wieder was trinken, was natürlich wieder die Energie runter macht. Ach meine Güte. Nee, noch mehr. Der soll richtig schön aufgepumpt sein, der Typ. Der soll sich fühlen, als ob er einen Energy Drink in hat. Okay, haben wir, so, dann nehme ich hier noch eine Dose. Gut, sieht doch schon mal gut aus. Bohneneintopf, Bud Spencer würde sich freuen, wenn er noch leben würde. Hier, frisches Schweinefleisch. Gut, der Frische ist es auch nicht mehr, wahrscheinlich schon 100 Jahre irgendwie in der Antarktis rausgeholt. Dann wollen wir mal. Jetzt haben wir das schon mal. Mit dem Quatschen kann man natürlich nicht hier. Warum auch? Und verlassen die Hütte wieder. Mal gucken, ob Tag oder Nacht ist oder Mitternacht oder Frühling oder Frühs. Ja, sieht gut aus. Es schneit, haut natürlich die Temperatur ein bisschen nach unten, aber was soll's. Aber er ist erstmal gut ausgeruht. Was haben wir eigentlich noch an Getränken da? 4,5 Liter. Kann er voll trinken. So. So, dann ist er erstmal gut ausgestattet. Mit dem Speer in der Hand. Voll gefüttert und voll gesoffen. Und jetzt müssen, ja, Nadine, Bionalo hat natürlich wieder ihre Fantasien im Kopf mit der Ausstattung. Aber wir sind hier bei The Long Dark und nicht bei The Long Dark Room. So. Wir wollen eigentlich nur den Bär hier treffen. Scheiße, das ist wie voll. Ja. Ja, so ist es mit den Frauen. Ich kann mich da nicht mehr konzentrieren. Man sagt immer, Männer sind die Perversen, aber eigentlich sind Frauen, die immer so es, ja, so tun, als ob sie es nicht nötig hätten und lassen dann irgendwelche Spitzen raus, wo man sich dann denkt, hallo? Ist das meine Frau? Die kenne ich doch gar nicht. War sie nicht gerade noch so süß und so unschuldig? Also wirklich, immer diese Anspielungen, ist ja schrecklich. Nee. Das ist kein Humor, das ist toll. Gut. Dann wollen wir mal langsam zurück hier. Ja. So. Ein Glück hört man nicht so schlecht hier drinnen, wenn du am Arsch der Welt sitzt. Mrs. Bionalu. Provozier mich nicht, sonst komme ich zu dir. Und dann quatsch ich dir ins Mikro. Ich muss erstmal zum Tunnel des Bären. Zurück hier. Langsam zurücklaufen und die dritte Anlaufstelle finden. Also den dritten Turm da. Und hoffen, dass ich dann irgendwie so verjagen kann? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Schimmer. Um ehrlich zu sein. Zumindest bin ich voll gefüttert, voll genährt.
voll. Jetzt, ich war bis vor kurzem noch voll ausgeruht, jetzt wird es ein bisschen kalt durch den Wind. Es geht eigentlich im Moment noch. Gut, hier ist noch was. Den Ast lasse ich mal liegen. Wenn ich da im Tunnel bin, muss ich mal gucken, ob ich auch genug Medikamente habe und so weiter. Ausprobieren. Wie gut das hier alles funktioniert. Aber jetzt sind wir sowieso erstmal gleich durch. Das mit den Medikamenten gucke ich gleich mal. Ich habe einiges gesammelt. Der Bär hat es nun in sich. So. Jetzt sollte eigentlich nicht mehr passieren. Jetzt kann der eigentlich mal noch eine Stunde schlafen gerade. Ja, ich lege mich voll auf die Schiene. Aber egal. Aufwachen. Hey, warum bist du schon gestorben? Gut, aufheben. Die Energie ist jetzt weiter hoch. Jetzt gucke ich mal hier. Binden habe ich noch, also Verband habe ich hier noch. Schmerzmittel. Antibiotika. Okay. Ich speichere weiter hier ab. Und gehe schon mal zurück. Und wir verabschieden uns heute und verlassen diesen Ort.